Weg wie die Zielen. Was war das für ein Geräusch? Eine Leiche! Einer von uns! Warte, ich rieche etwas. Haltet den Sklaven auf! Greif den von hinten an! Du bist tot! Wiederkommt, töten wir es! Du kannst uns nicht töten! Das geht nicht! Ein verdammter Tag, so viel! Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ich denke, wir werden Karagor.
und lässt uns auf dich rein. Wenn nicht, dann machen die Schläge das Fleisch wenigstens schön zart für den Koch. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. So viel könnte ich die Forderung auf dich vergessen. Das Schlimmste an meinem Absturz war die Ladung Dung, die unten auf mich gewartet hat. Der Anführer sagt, es ist Zeit für eine Jagd. Hoffentlich auf den Waldläufer. Keine Bewegung! Auf Befehl Gondors wird unbefugtes Betreten des Morannon mit dem Tode bestraft. Keinen! Eine Frau? Die Ausgestoßenen schicken jetzt Frauen, um uns zu bestehlen? Du musst mich nicht schonen, Waldläufer, denn ich werde kämpfen. Aber du bist nur Haut und Knochen. Trotzdem kann ich kämpfen. Nimm, was du tragen kannst und lauf. Schnell, bevor die anderen dich sehen. Du sollst nicht verhungern müssen. Beeilung. Los! Los! Diese Ausgestoßenen sind so stark, dass sie in der Ödnis von Mordor überlebt haben, während wir das Tor bewachten. Und doch sind sie nicht stark genug, um die Rückkehr der Schwarzen Hand zu überstehen. Ihre einzige Hoffnung liegt jenseits der Schattenberge. Das nutzlose Gesindel war eine Schande für Wenn du mich fragst, gibt es in Odun nicht viel zu tun. Der Hauptmann sollte uns nach Norn schicken. Dort ist immer etwas los. Danke. Das ist unsere Chance. Ein wenig Regen und Schlamm und sie können nicht mal marschieren. Jede Kreatur, die so schwach ist, verdient einen grausamen Tod. Ich habe den Kampf vom Kamm aus beobachtet. Von dort sah es nicht so aus, als wäre der Grabwandler überhaupt ins Schwitzen gekommen. Dieser Dummkopf Krosch ist allein in die Höhlen gelaufen. Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Staku... Führ uns zu ihm. Ja.
Los, hier entlang. Folge uns, leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Gimo, fahr langsam. Ich bin viel schneller. Falls du versuchst wegzulaufen, dann fang dich. Ich töte dich. Ich danke dir. Danke, Waldläufer. Garstige dort oben. Tötet sie. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jeden heute in Schach halten. Die Menschen und Elfen werden sich schauen, wenn der Meister zurückkehrt. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm, wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Jetzt wird sich endlich etwas ändern. Der Hauptmann ist tot. Der Neue wird ihn dir endlich ins Rollen bringen. Ihr werdet schon sehen. Straße ist fast fertig. Also werden wir uns sicher bald mit einer anderen Armee vereinigen. Die neuen Waffen sind bereit. Also lasst uns ein paar Feinde aufschlitzen. Den Herrn, den edlen Herrn, er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beuglings. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert.
Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Läuft der Herr! Talia! Lass ihn gehen. Diese Träume, sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Turm auf ihn. Uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren.